Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer sie sind. Ihre Identität bleibt geheim. Und der Film hat gerade sehr gut die Grundzüge der App erklärt. Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht. Freiwillig, 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 freiwillig. Und wir arbeiten ja auch kontinuierlich daran, um das System dann auch weiter zu verbessern, um es eventuell auch mal auf etwas anderes anwenden zu können. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Jahren noch passieren wird, was wir noch für digitale Anwendungen eben brauchen. Deswegen ist es jetzt auch wichtig, als Grundstück schon mal das Thema Vertrauen an die erste Stelle zu setzen. Ich kann nur für die CDU-Fraktion erklären, wir glauben, dass wir die Corona-Warn-App weiterentwickeln müssen. Sie muss verpflichtend werden für alle, die ein entsprechendes Endgerät haben. Und ich finde, wir können sie auch bußgeldbewährt dazu verpflichten, sich die Corona-Warn-App runterzuladen. Meine Damen und Herren, es muss zur Pflicht werden, diese App zu nutzen. Auf etwas anderes anwenden zu können. Hier sehen Sie ja blaue Zertifikate. Wenn das jetzt noch ein 3-Monats-Pass wäre, was bei mir jetzt nicht ist, aber wenn das noch ein 3-Monats-Pass wäre oder eine 3-Monats-Genesenen, Bestätigung oder ein frischer Test von gestern, dann hätten wir hier immer eine grüne Farbe, sodass man beim Reinkommen das Handy zeigen kann, zeigt die CWA und schon ist die Kontrolle möglich. Also es gibt in Wuhan, aber jetzt auch in Peking, also in ganz China, aber in Wuhan besonders, für jede Bewegung, die man machen will, muss man quasi eine App runterladen. Und dann hat man so einen Code gescannt. Und nur wenn dann dieser Code und diese App quasi ein grünes Signal gibt, durften wir mehr oder weniger rein in unser Hotel. Eine grüne Farbe. Die totale Überwachung über das Handy der Leute. Man wollte das sowieso einführen. Der chinesische Staat dieses Jahr mit einem sogenannten sozialen Benimmkodex, den man einführt. Weitere 70 Millionen Euro für die Corona-Warn-App. Die Kosten fallen hauptsächlich für das Vorhaben an, die App als Baustein der digitalen Kontaktnachverfolgung weiter auszubauen und zusätzliche Funktionalitäten zu integrieren. You.